Steffen, am Tenorhorn unsere Hexe, der Ingo und an der Tuba unser Stefan. Also, los geht's mit der Finkensteiner Polka. Ja, die Finkensteiner Polka. Wunderschöner Titel. Einfach tolle Melodie. Ja, wie gestern, musikalisch sind wir natürlich auch immer wieder auf der Suche nach schönen Melodien und wir haben natürlich auch immer wieder tolle Geschichten, die wir ja so mitbringen aus unseren Erlebnissen, aus unseren Reisen und auch aus unseren ja, befreundeten Kollegen. Und da gibt es eine wunderbare Formation, die Innsbrucker Böhmische,
mit Norbert Rabanse, mit dem ich selbst sehr engen und sehr guten und angenehmen Kontakt habe. Immer wieder schön, mit diesem wunderbaren Schlagzeuger zu philosophieren über alles Mögliche auf dieser Welt. Es gibt ja noch andere Dinge wie Blasmusik, ja. Aber er hat einen Titel geschrieben, der da heißt Sonne, Mond und Sterne. Und diese Nummer der Innsbrucker Böhmische wollen wir jetzt natürlich für euch spielen. Etwas außergewöhnlicher Titel, weil er ist nicht so 0815 von oben nach unten gespielt, sondern es ist einfach ein wahnsinnig schöner Text und eine wunderbare Melodie mit tollen Harmonien und tollen Einwürfen, was auch immer alles in dieser Polka vorkommt. Also, los geht's bei uns mit einem Titel, der da heißt Sonne, Mond und Sterne. Im Zeichen der Sterne, das Schicksal sich fügt. Seit uralter Zeit glauben wir daran, das Feuer der Venus, die ganze Leidenschaft, unendlich weit am hohen Firmament. Sterne, der Mond mit seiner Kraft. Sonnenstrahlen streicheln uns seit dem ersten Tag. Dann nicht so schwer, das Feuer der Venus, die ganze Leidenschaft, unendlich weit am hohen Firmament. Leuchten wir den Weg nach Haus, zeigen uns die Welt. Es funkeln tausend Sterne, der Mond mit seiner Kraft. Sonnenstrahlen streichen uns seit dem ersten Tag. Und wir klatschen alle mit. Tausend Sterne, der Mond mit seiner Kraft. Sonnenstrahlen streichen uns seit dem ersten Tag. Seit dem ersten Tag. Dankeschön. Sonne, Mond und Sterne. Wunderschöne Nummer von den Innsbrucker Böhmischen. Bergmannsgruß geht der? Bergmannsgruß geht der? Ja, am besten Freund haben Sie den. Ja,
So wie eben schon gesagt, haben wir immer wieder tolle Melodien und auch 2018 haben wir eine tolle Melodie für euch hier gespielt und zwar den Titel Mein bester Freund. Wollen wir auch heute wieder gerne tun und ja, die meisten wissen schon eigentlich warum, deswegen sage ich gar nicht viel dazu. Wunderschöne Nummer, Mein bester Freund. Mein bester Freund, ja, das ist ja der Wahnsinn, wo kommst du denn her? Wir singen den, ja, wir singen den, wir singen das, schön langsam. Ja, mein lieber Lali, also ich darf mal ganz kurz vorstellen, der junge Mann hier, er kommt aus unserer Heimat, aus dem wunderschönen Westerwald. Haben Sie den Westerwald schon mal bereist, ja? Also Westerwald, das ist da ungefähr zwischen Köln und Frankfurt, kann man so grob rüber sagen, ja, das ist der wunderbare Westerwald. Und der junge Mann, der Lali hier, so heißt er nämlich, der verbringt ein Wochenende hier in, genau, hast du gut ausgesucht, ja. Und der weiß, dass wir
sehr gerne einen Schnäpserl trinken, ja. Und deswegen haben wir jetzt auch, das ist ganz schön voll hier. Was ist das? Wodka, das ist immer gut, ja. Wodka, Wodka riecht nicht. Ja, also das ist schön. Und wir haben natürlich ein Trinklied dabei, das wollen wir gerne natürlich auch euch präsentieren. Wir Musikanten können natürlich auch ein klein wenig singen und das wollen wir jetzt euch beweisen. Also, seid ihr bereit, die Herren? Und wir stoßen natürlich dann anschließend gemeinsam an hier mit euch. Also. 1, 2, 3. Schön langsam, schön langsam, kriegen wir wieder unseren Dampf zusammen. Schön langsam, schön langsam, kriegen wir wieder unseren Dampf zusammen. Herr Meder, Fieri, Herr Meder, zurück, hau, ruck, Prost! Oh! Ja, gleich. Das war nicht unnötig, ja. Das war nicht unnötig. Also, natürlich trinken die Musikanten immer mal gerne einen Schnapsal und das ist auch, sei uns auch gegönnt, denke ich mal. Hat's Ihnen bis hier gefallen? War es okay so, ja? Ich höre nichts. War es okay? Na, das will ich doch hoffen, ja. Jawohl, wunderbar, eine Schnapsal. Wir haben eben schon mal Bert Adams. Der alte Kollege hat eben auch das Prosit der Gemütlichkeit gespielt und das wollen wir auch gemeinsam tun. Ihr habt ja alle ein etwas vor euch stehen, da sehe ich Bier, genauso wie es sich gehört, aus kleinen Gläsern. Das ist auch immer wichtig, da kann man mehr von trinken als von den großen Dingern. Ja. Die Eimer will kein Mensch haben, die sind irgendwann warm. Also wollen wir mal gemeinsam anstoßen mit dem wunderbaren bayerischen Prosit der Gemütlichkeit. Auf geht's. Jeder nimmt sein Glas zur Hand und wir stoßen an mit dem bayerischen Prosit der Gemütlichkeit. 1, 2, 3. Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Prost. So, wir haben jetzt einen Titel dabei, der heißt bei uns der Bergmannsgruß. Und auch da, wo wir herkommen, gibt es sehr viel Bergbau noch. Und viele Bergmänner haben natürlich einen Marsch, der heißt Glück auf, der Steiger kommt. Den habt ihr bestimmt schon mal gehört, auch natürlich hier. Und wir haben aber diesen wunderbaren Titel eingepackt in ein tolles Medley. Das heißt ganz einfach der Bergmannsgruß. Angefangen mit einem wunderbaren Choral. Ich bete an die Macht der Liebe aus der kirchlichen Literatur. Und anfangen, aber ganz am Anfang haben wir ein Solo dabei für unseren ersten und einzigen Trompeter, den wir heute an einem Sonntag hier dabei haben. Ja, also der Christian wird spielen und ich bitte um Aufmerksamkeit für diese wunderschöne Melodie, den Bergmannsgruß.
ja immer wieder ergreifend, diese wunderbare Melodie. Und wenn man allein diesen Choral hört, vielleicht einer der schönsten Choräle, den es auch gibt in der kirchlichen Literatur. Zumindest mal ist das meine Meinung. Immer wieder schön, wenn man diesen wunderbaren Choral in einem tollen Arrangement auch verpackt dann hören kann. Ja, wir gehen wieder, wir spannen den Bogen wieder ganz zurück zu den Egerländer Musikanten. Und natürlich wissen alle die Geschichte dieses großen Orchesters, Ernst Mosch mit seinen Musikern. Und er hat ja eigentlich auch, das wissen ja viele nicht, er hat sogar auch einmal eine kurze Zeit bei uns in der Ecke gewohnt, also da, wo wir herkommen, ungefähr 10 Minuten von da hat Ernst Mosch gewohnt. Nach dem Krieg 1946 ist er dort, ja, sag ich mal, eingekehrt und hat dann halt eben nach der Kriegsende ist er halt eben dann nach Wetzlar gekommen. Das ist der Ort gewesen, wo Ernst Mosch eine Zeit lang gewohnt hat, aber dann ist er natürlich in die Welt verstreut und hat auch seine Melodien dann entsprechend verstreut in die Welt. Und wir haben wieder ein paar schöne Melodien jetzt von den Egerländer Musikanten dabei. Ein Walzer, der da heißt Nur wer die Heimat liebt aus ganzem Herzen. Ein wunderbarer, toller Walzer von Jaromir Vevoda geschrieben. Aber anfangen wollen wir mit einem Melodiebogen und den kennt natürlich jeder, der einmal diese Melodie gehört hat. Er wurde 1962 auf Platte damals produziert. Die Platte hieß Wir sind die Egerländer Musikanten. Und an Nummer 3 war ein Titel, der da heißt Wir sind Kinder von der Eger. Kennt ihr, oder? Wir sind Kinder von der Eger. Unsere Heimat liegt an ihrem Strand. Es war im schönen Egerland, wo unsere Wiege stand. Ja, wunderbar. Klappt doch schon gut. Wir spielen es jetzt dazu. Also, los geht's. Wir sind Kinder von der Eger. 1, 2, 3 und... Wir sind Kinder von der Eger, unsere Heimat liegt an ihrem Strand. Es war ein schönes Egerland, wo unsere Wiege stand. Wir sind Kinder von der Eger, die dort in der fernen Heimat fließt, die man nicht so leicht vergisst, wenn man ein Kind der Auf geht's, Vossa Mir! Wir sind Kinder von Eger, aus dem wunderschönen Egerland, das man niemals mehr vergisst. Wenn man ein Kind der Eger ist. Jawohl, so geht's. Wir sind Kinder von der Eger. Schöner Titel, den vergisst man einfach nie. Da gehen wir mit ins Bett abends und stehen morgens mit dem Titel wieder auf. Wir sind Kinder von der Eger. Aber wie gesagt, jetzt haben wir einen Walzer und ich habe eben schon mal auch auf der Fahrt hinaus gesagt, sage ich immer, wenn André Rieu seine Konzerte hier in Holland gibt und auch
überall auf der Welt, da tanzen die Leute immer zwischen den Sälen. Und wenn man dieses wunderbare Konzert in Maastricht und so weiter, kommt ja auch bei uns immer im Fernsehen eine tolle Geschichte und man genießt es einfach, wie toll diese Formation, dieses ganze Orchester einfach spielt. Aber schöner ist es immer noch, wenn die Leute dazu tanzen. Ja? Und wenn sie wollen, laden wir sie jetzt herzlich ein, hier bei diesem wunderbaren Walzer mitzutanzen. Also, wer will und wer tanzen kann, Walzer, Dreivierteltakt, das kann ich sogar, ja, als Musikant. Und dann kommen Sie einfach hier vorne hin oder gehen Sie einfach zum Tanzen. Also, los geht's. Nur wer die Heimat liebt, mit Tanz. Aus ganzem Herzen, der weiß, wie schön es ist, daheim zu sein. Nur wer die Heimat liebt, der kennt die Schmerzen, den in der Fremde fühlt man sich daheim. Seit vielen Jahren schon hab ich so Heimweh, doch leider kann ich nie mehr zurück. Nur wer die Heimat liebt aus ganzem Herzen, der hat den Schlüssel zu seinem Sie haben ja gar nicht getanzt. Nicht schlimm. Wir haben eine Polka, verklappt das da besser. Und zwar haben wir eine Polka mitgebracht, die auch schon wahnsinnig alt ist und aber immer wieder schön. Die wunderbare Slavonitschka Polka, so heißt sie eigentlich. Aber Ernst Mosch hat sie 1981 aufgenommen unter dem Namen Ein neuer Tag wird dann erst schön, wenn alle Menschen sich gut verstehen. Und das ist ein wichtiges Wort. Und wenn man immer wieder die heutigen Ereignisse sieht, egal ob wir es von Deutschland oder von Holland beobachten, aber die Welt dreht sich momentan in eine verkehrte Richtung.
Und ich glaube, das ist immer wieder schön, wenn man auch dann einige Stunden mal heute hier so wunderbar genießen kann, dass man einfach mal abschaltet von der ganzen Grausamkeit, die momentan auf der Welt herrscht. Ja, wir sind alle in einem Boot, das ist immer wichtig und alle wissen wir, wie es eigentlich geht, aber scheinbar wissen die da oben es nicht, wie es geht. Das ist das Schlimme an der Sache, aber wir Musikanten können immer nur das tun, was uns gefällt und was auch vielleicht für viele andere ein kleines Stückchen Normalität bedeutet. Das wollen wir gerne an euch weitergeben und deshalb jetzt auch diese wunderbare Polka, die Slavonitska-Polka. Ein neuer Tag wird dann erst schön, wenn alle Menschen sich gut verstehen. Los geht's. Wunderbare Polka, ein neuer Tag wird dann ist schön. Immer wieder gerne gespielt. Leicht, aber schöne Nummer der Egerländer Musikanten. Ich habe gestern oder vorgestern bei Facebook gesehen, kennt ihr ja alle vielleicht, da haben wir die Kollegen der Iseltaler Musikanten, die waren auch in Meierhofen unterwegs
Und die haben ein wunderbares Video gepostet, wie man heute sagt, von der wunderbaren Polka Kannst du Knödel kochen? Ja, und das wollen wir jetzt gerne spielen. Bert hat es eben schon mal gemacht, diese Polka Karel Vacek, aber auch bei uns natürlich im Programm. Und wir haben natürlich unsere eigene Ausgabe davon, aber diese wollen wir jetzt gerne mit euch spielen. Und ihr kennt sie alle sicherlich, diese legendäre Polka von Ernst Mosch. Und immer wieder ist der Gesang natürlich im Hinterkopf, was Franz Bummel und Ernst Mosch gesungen haben. Also, los geht's bei uns. Kannst du Knödel kochen? Und zu den Knödeln passt normalerweise ein kühles Bier. Ein kühles Bier. Ja. Ja. Gut. Es ist kein Wodka. Alles klatscht mit. Hopp, hopp, hopp. Kannst du Knödler kochen? Frag ich mich seit Wochen, wie sie als die Mutter hat gekocht mit Butter, Schellack, zart und fein und bitte nicht so klein, dann sollst du fürs Leben meine Knödelkäschchen sein. So, los geht's! Schön locker, zart und fein und bitte nicht so klein. Leben, meine Knödelköpfchen sein. Dankeschön. Kannst du Knödel kochen? Jawohl. Karel Vacek mit dieser wunderbaren Melodie. So, jetzt gehen wir in Richtung Operette und Operettenmelodien sind ja auch was Schönes. Und wenn man mal in der Oper war, so richtig mit schön mit Kleidung, mit Frack und mit, Zylinder auch kann man schon aufziehen. Ja, der Steffen war neulich mal auch in der Oper in Frankfurt und hat sie gefallen. Ja, also muss man immer mal mögen, man muss es aber auch mal gesehen haben. Und aber die Sängerin war wohl nicht so berühmt, glaube ich. Hübsch war sie ja, aber ansonsten war es nicht weit her. Kann schon mal passieren. Wir haben einen Marsch aus einer Operette dabei. Und zwar heißt diese Operette Der fliegende Rittmeister. Kennen Sie diese Operette? Kennen Sie? Von Nico Dostal. Da ist sie nämlich eigentlich her. Und aus dieser Operette gibt es einen Marsch, den wunderbaren Fliegermarsch. Den haben wir jetzt für euch dabei. Also, passt schön auf. Von Nico Dostal, der Fliegermarsch. Und wir singen gemeinsam das Trio, wenn ihr wollt. Los geht's. Der Fliegermarsch.
So, ja, dames en heren. Helaas komen we alweer bijna aan het einde van het optreden van Egalender 6. Nog 4 minuten. 50 minuten. 15. Ah, je durft langer spelen. Vinden we dat goed als ze nog wat langer spelen? Moet ik wel aan Theo vragen natuurlijk, hè? Also, ich habe gedacht, ihr spielt bis 14 Uhr, steht im Programm, aber wenn es bis 14 Uhr, 15 Uhr, dann ist es auch gut, dann spielen sie noch 15 Minuten weiter, dann komme ich gleich wieder zurück, aber da kommst du jetzt noch nicht diese Flasche. Gute Verabredung. Bis gleich. Also in meinen Unterlagen steht 14.15 Uhr. Ist es okay, ja, oder? Es geht leider nicht anders. Das Programm muss ja alles gespielt werden. Ja? Wir müssen ja alle das alles machen. Es muss ja deutsche Korrektheit da sein. Ja? Also von daher müssen wir auch das alles so durchziehen, wie es auf dem Papier steht. Es tut mir leid, lieber Rüd, aber du darfst gleich nochmal kommen. Da bringst du 2 Flaschen Schnaps mit. Ja? Nee, also wir haben 2 Autos dabei heute. Also für jedes Auto eine Flasche Schnaps, ja. So, das dazu. Wir haben in Deutschland morgen Feiertag, wir können morgen schlafen, ja, morgen früh, das ist eine schöne Geschichte und von daher haben wir es heute nicht eilig. Also, das zum einen. Wir haben einen Titel, den wir auch natürlich in Österreich gespielt haben, aber viel Zuspruch bekommen haben schon, weil der ist schon mal bei YouTube im Kanal bei uns eingestellt und wir haben ihn live eingespielt und heißt ganz einfach Rosa, Liebe, Rosa. Habt ihr den schon mal gesehen? Noch nicht? Gut. Wir singen es mal an. Ihr werdet mit Sicherheit heute Abend nach Hause gehen mit diesem Titel im Ohr. Rosa, liebe Rosa, du treibst mit mir ein Spiel. Rosa, liebe Rosa, das wird mir bald zu viel. Rosa, liebe Rosa, schau dich doch einmal um. Viele Mädchen gibt's im Städtchen, drum halte mich nicht für dumm. Schön, gell? So. Wir spielen es ganz jetzt mit dieser wunderbaren Melodie und den haben wir auch mit Sicherheit auf der nächsten CD. Da wird er aufgenommen. Rosa, liebe Rosa, los geht's! 1, 2, 3 und! Meine Rosa ist zwar schön, aber leider nicht sehr treu. Wie soll das nur weitergehen? Das bricht mir das Herz entzwei. Weil sie einen anderen küsst, hat mich so die Wut gepackt. Ja, wenn sie will, soll sie zum Teufel gehen. Ich kann sie nicht mehr sehen, hab ich ihr gesagt. Rosa, liebe Rosa, du treibst mit mir ein Spiel. Rosa, liebe Rosa, das wird mir bald zu viel. Rosa, liebe Rosa, schau dich doch einmal um. Viele Mädchen gibt's im Städtchen, drum halte mich nicht für dumm.
Ja, liebe Gäste, jetzt haben wir schon 14.01 Uhr und der Rüd hat ja gesagt, wir wollen dann gleich zum Ende kommen. Das wollen wir auch gerne tun. Wir wollen eine Polka gerne noch spielen für euch, und zwar die wir jetzt natürlich mit der Zugabe, die vielleicht dann gewünscht wird von euch, die wir sehr gerne erfüllen. Aber vorher wollen wir eine Polka machen, die momentan natürlich auch überall in aller Munde ist. Und diese letzte Runde, so heißt sie nämlich ganz genau, die haben wir jetzt für euch dabei. Geschrieben von Markus Nentwich, mittlerweile ist er am Bariton bei der Gruppe Wirrablech unterwegs. Und er ist ein Österreicher, er war von Wien, da kommt er nämlich her. Und aber ein toller Mann, ein toller Musikant vor allen Dingen auch. Und wir haben uns am Zillertal auch wieder mal gesehen. Das ist immer wieder schön, wenn die Komponisten sich so ein bisschen treffen und man redet über dies und jenes. Das ist zum einen die wunderbare Nachricht der letzten Runde, die wir jetzt vor euch haben. Leider aber auch schon dann, wie gesagt, der Schlussakkord bei uns auf der Bühne hier. Und ich darf aber nicht versäumen, Ihnen ganz kurz vorzustellen, welche Musikanten heute gespielt haben. Wir gehen ans Hohe Blech, ganz außen am ersten Flügel und am zweiten Flügel und ganz hinten Jens Bickel und Steffen Bickel. Ein Applaus für die Herrschaften. An der Trompete, an der Tontechnik, unser Tonmeister, Trompeter, Gesang und so weiter und so fort. Christian Wahl. Wir kommen zu den Instrumenten, die dicken Instrumenten, die Hörner, unsere beiden genialen Partner. Die spielen schon seit 80 Jahren zusammen, obwohl die erst beide 50 sind, ja, muss man sich vorstellen. Also am Tenorhorn Ingo Hertwig und Steffen Greff. Und an der Tuba unser Postbeamter, der ist nämlich deutscher Postbeamter, so wie sieht er aus, ja. Stefan Lindauer an der Tuba. Ja, last but not least, ich darf ihn vorstellen. Und ich darf natürlich auch sein neues Instrument vorstellen. Er hat nämlich eine neue Trommel, eine neue Snare-Drum von der Firma, wie heißt die Firma? Updrums, genau. Also ein bisschen Werbung in eigener Sache. Muss er machen, weil die Snare war ein bisschen teurer, hat es ein bisschen günstiger bekommen. Muss aber auch dafür dann Werbung machen, natürlich. Aber er spielt so wunderbar da drauf. Unser euer Timo Groß. Danke. Dankeschön, Christian. Also, los geht's bei uns. Eine letzte Runde. Und wenn Sie noch eine Zugabe möchten, dann rufen Sie einfach ganz laut Zugabe. Ja, alles klar. Los geht's. Thank you.
Natürlich nehmen wir Wünsche gerne in Erfüllung oder geben natürlich auch die Wünsche in Erfüllung zurück. Und wir haben eine Polka, ich darf mal kurz erklären, natürlich haben wir die Zugabe eingeplant, aber es ist natürlich klar, diese Polka darf natürlich nicht ohne eine kurze Erklärung gespielt werden, wenn Sie das wissen möchten. Wir gehen nämlich auf die Vogelwiese und wer nicht weiß, warum heißt es eigentlich auf die Vogelwiese? Man muss sich vorstellen, im Egerland gab es um die Jahre 1930 eine wunderbare große, ein großes Volksfest, ja, eine Kirmes, wie man so schön sagt. Und dort hieß es immer, wir gehen jetzt auf die Vogelwiese. Und der Franz, der natürlich ein typischer Egerländer Name war, der ging natürlich auch auf die Vogelwiese und hat sich dort ein paar Bier genehmigt. Also, das dazu. Und Ernst Mosch hat diese Polka eben weltberühmt gemacht. Also, los geht's. Wir gehen noch einmal gemeinsam auf die Vogelwiese. Los geht's. Eins, zwei, drei. Singen! Gern einen Hit und bei Blasmusik. Das Bier im Zelt war gut und herrlich kühl, darum trank der Franz viel zu viel. Früh am Tag war er so frisch, noch abends lag er unterm Tisch. Wir stehen alle auf, alles aufstehen, hopp, auf die Fahrt.
Abend schlaf, er unter dich. Dankeschön, macht's gut. Ja, Applaus, Applaus für die Egerländer 6. Ja. Ja, Timo, jetzt ist wirklich Zeit. Ja, mensen, we hebben een leuke website, Polkafest. En daar stond inderdaad 14 uur dat ze zouden stoppen. Maar het is inderdaad 14 uur. 15 op de flyer. Timo en deine Musikfreunde, herzlichen Dank, dass ihr unser Land besucht habt. Dass ihr seid schon öfter in den Niederlanden gewesen. Und wir hoffen, dass wir euch öfter sehen können. Weil eure Musik ist prima. Und die Freundlichkeit und die Spontanität und die Herzlichkeit ist immer prima. Es ist schön, euch zu sehen. Man sieht, die Musik kommt aus Herzen und so soll das auch bleiben. Ich habe gesagt, die Musik kommt aus dem Herz und das muss auch so bleiben, Damen und Herren, weil dann kriegt ihr vanzelf hele mooie Musik. Und da stehen diese 7 Musikanten garant vor, weil sie heten wel Egerländer 6, maar ze zijn met z'n 7e. Dat is eigenlijk een klein beetje raar, hè? Maar tel maar, ze zijn met z'n 7e en toch eten ze Egerländer 6. Also, Timo, wir haben noch ein kleines Cadeau. Aber das dürft ihr erst trinken, wenn ihr wieder zurück seid in Mittelhessen. Aber dann hoffen wir, dass es Ihnen schmeckt, dass es euch schmeckt. Also noch einmal ein Riesenapplaus für diesen 7 Musiker und gerne mal wieder zurück in den Niederlanden. Tschüss und auf Wiedersehen. Und natürlich dürft ihr noch eine Nummer spielen. Ja, sicher, noch eine Nummer. Ja, sicher. Es gibt natürlich noch viele Melodien, die wir spielen wollen, aber natürlich wollen die Kollegen natürlich auch hier, die von Judaska, die Kollegen und auch Michael Meyer mit seinen wunderbaren Schwarzwälder Musikanten, Matthias Kronert und so weiter, die wollen alle natürlich auch gerne noch ein paar tolle Melodien spielen. Deswegen gehen wir jetzt einfach wieder zurück zu einem Marsch, den Deutschmeister-Regimentsmarsch und damit wollen wir aufhören. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn ihr uns irgendwo sehen wollt. Wir sind dieses Jahr nochmal in München im Hofbräuhaus am 5. und 6. 11. November da. Wenn ihr mal nach München fahrt, einfach reinschauen. Am Samstagabend in München und am Sonntagmittag wieder im Hofbräuhaus in München. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Egerländer 6. Dankeschön. Wir sind vom Kahn.